Hallo Leute, heute wollte ich euch mal das Buggylicht vorstellen. Ja, ich habe vor einiger Zeit erfahren, dass es sowas gibt und dass man dieses Buggylicht auch für Rollstühle benutzen kann, aber ich bin eigentlich darauf gestoßen, weil ich vor längerer Zeit, wo ich noch keinen Kinderwagen hatte, ja, den perfekten Kinderwagen überhaupt haben wollte und ja, war da ein bisschen übertrieben, was brauche ich denn wirklich? Und da wollte ich mir erst einen mit Licht kaufen und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass ein Kinderwagen mit Licht sehr teuer ist. Da bin ich irgendwann auf dieses Buggylicht gestoßen und habe mir so gedacht, wow, das ist ja voll cool. Dann könnte ich mir das ja kaufen. Und da ja das mich mit einem Rollstuhl schon immer gestört hat, gerade jetzt in der Jahreszeit oder auch im Herbst, dass man mich da so schlecht sieht, wenn ich nicht mit meinen Antriebsrädern unterwegs bin. Mit meinen Antriebsrädern, die haben ja wenigstens etwas Licht. Aber wenn ich jetzt mit meinen aktiven Rädern unterwegs bin, da habe ich nur diese Faunauge oder wie das heißt, was nur aufleuchtet, wenn mich das Auto anleuchtet oder so. Und das hat mich immer schon gestört. Und deshalb war ich ganz froh, wo ich dann dieses Buggylicht entdeckt hatte. Weil ich dachte, da kann ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe fangen. Erstens, ich habe Licht an meinen Kinderwagen. Gerade jetzt in der Jahreszeit, wenn Schnee liegt. Wie bei uns, jetzt liegt bei uns ja schon wieder Schnee. Und ich war heute mal kurz draußen. Weil ich habe mir jetzt zwei Buggylichter bestellt. Weil das eine nicht ging und da musste ich im Baumarkt, um mir so eine Schraube zu holen für die Dinger, damit ich erfahren konnte, ob es jetzt an den Batterien liegt. Oder ob das gesamte Teil kaputt ist, damit ich wieder umtauschen kann oder so. Auf jeden Fall ging das dann doch. Es lag doch an den Batterien, die lagen falsch drinne. Und deshalb ging das eine nicht. Und zwar, also ein so ein Ding, ich habe das jetzt über eBay gekauft, aber ihr könnt das auch direkt auf der Seite von Buggylicht bestellen. So schaut das dann aus. Ich werde die Seite dann auch verlinken. Und da kommt halt dann ein Licht, ja. Warte, ich mache euch noch mal rein. Da kommt dann ein Licht, kommt dann so an. Ja. Und wie gesagt, ich habe jetzt 16 Euro noch was für ein Licht. Und zusammen habe ich irgendwas um die 34 Euro bezahlt. Über eBay habe ich das gekauft bei Baby irgendwas. Keine Ahnung, bei Baby. Bei euch so ein Babyshop auf jeden Fall. Ich hatte diese Lichter hier zwar schon mal vor einem Monat auf der Webseite bestellt. Das Doof ist nur, ich war nicht da, wo ich das bestellt habe. Und ich habe per Nachname bestellt. Das heißt, man muss bezahlen, wenn der Postmann einen das bringt. So, da ich aber nicht da war und da ich dummerweise auch irgendwie verpasst habe, zur Post zu gehen und das Päckchen rechtzeitig abzuholen, ist es dann wieder zurückgegangen. Und das habe ich jetzt erst von ein paar Tagen gemerkt, dass ich habe mich nur gewundert, wieso kommt das denn nicht an? Ist schon über einen Monat her. Das kann es doch nicht sein, weil ich habe noch nicht mal eine Mail gekriegt, dass es unterwegs ist, geschweige denn, dass es wieder zurück ist. Ich habe dann nur beim Durchgehen meiner ja, eigentlich wollte ich Papier wegbringen. Und da habe ich nur diesen Zettel von Postmann gesehen. Und da habe ich dann gesehen, dass die Lichter wo wieder, dass der wo da war vor gutem Monat, ja gut, vor gutem halben Monat, und dass die Lichter wo wieder zurückgegangen sein müssen. So, das war ich natürlich ein bisschen verärgert und hab mir so gedacht, naja, die hätten mir ja wenigstens eine Mail schicken können, wo sie die Dinger hier versendet haben. So, und da habe ich erst überlegt, bestelle ich die jetzt wieder über den Shop oder was mache ich denn? Und das habe ich dann halt über eBay gekauft. Ich hätte es auch in irgendeinem
bei diesem Babyshop direkt kaufen können, aber eBay erschien mir jetzt am einfachsten, weil da kann ich ja mit PayPal bezahlen und dann ging das jetzt auch recht schnell. Auf jeden Fall, das tut den Ärger mit dieser Webseite. Also, wenn ihr da bestellt, würde ich euch entweder raten, ja, ich rate immer ungern das Bevorkasten, es sei denn, ihr seid wirklich immer daheim und ihr könnt das nicht verpassen. oder ihr seid uns beschuldigt und vermehrt den Zettel. Wie gesagt, auf jeden Fall war das dumm. Weil normalerweise kriegt man ja zumindest eine Mail, dass das Ding verschickt worden ist. Normalerweise. Auf jeden Fall war ich da nicht so zufrieden mit diesem Shop. Dumm gelaufen, aber jetzt habe ich ja endlich das Buggy-Licht. Und bei eBay gab es jetzt nur in den Farben. So ist es jetzt, wenn es ganz leuchtet. Also schon relativ hell. So geht dann nur das Außenlicht. Und so ist es wieder ganz aus. Also, ja. Also wenn ihr einmal, also muss man hier in der Mitte drauf drücken. Wenn ihr einmal drückt, geht das hier an den Seiten an. Wenn ihr ein zweites Mal drückt, geht das in der Mitte an. Wenn ihr das dritte Mal drückt, geht das hier wieder an den Seiten aus. Beim vierten Mal ist es dann ganz aus. Also, finde ich sehr schön. Wie gesagt, auf dieser Seite von diesen Buggy-Lichtern gibt es noch in unterschiedlichen Farben. In rosa, in blau, in grün glaube ich auch. Ich habe jetzt diesen ganz einfachen, die es eigentlich ja fast überall zu kaufen gibt, in jedem Baby-Shop. Schön ist es natürlich an dieser Internetseite von diesen Buggy-Lichtern, dass du wirklich mehrere Farben zur Auswahl hast. Ja, ist bei mir nun blöd gelaufen. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt mit dieser Buggy-Lichtseite, dann würde mich das freuen. Wie gesagt, bei mir hat das mit dieser Internetseite gar nicht funktioniert. Ja, dadurch, dass ich gar nicht wusste, dass die Dinger ausgeliefert sind und dass dieser blöde Zettel von diesen Päckchenlieferanten zwischen meinen Zeitungen gelandet ist, obwohl ich zwei Schilder dran hängen habe an meinem Briefkasten, dass ich keine Werbung möchte. Irgendein Idiot von diesen Zeitungsleuten schmeißt mir aber trotzdem meinen Briefkasten voll. Ich kann nur so sagen, weil es scheint ja nur an diesen einen Menschen zu liegen, weil wenn dieser Mensch nicht die Zeitung austrägt, dann habe ich auch keine Zeitung drin. Scheint immer nur ein bestimmter zu sein, der die Zeitung überall rein wirft. Ich weiß nicht, ob das Jugendliche sind, die vielleicht Schilder nicht lesen können oder so. Kann ja alles sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall klappt das gar nicht. Ich hab schon ein paar Mal überlegt, ob ich mich da beschweren soll, weil wenn man Schilder dranhängen hat am Briefkasten, wer möchte keine kostenlose Werbung und keine Reklame haben, dann dürfen die das einen normalerweise auch nicht reinschmeißen. Ja. Aber jetzt, das ist ja jetzt hier nicht das Thema, das ist ja nur das, was mich ärgert. Weil wäre der Briefkasten nicht so voll gewesen, wäre das gar nicht passiert mit diesem komischen Päckchenboden. Gut, dann würde ich es auch scheiße finden, dass mich die Internetseite von diesem Buggy-Licht gar nicht informiert hat. Aber gut, dann wäre es zweitrangig. Auf jeden Fall habe ich es ja dann gekriegt. Und zwar, ihr habt unterschiedliche Möglichkeiten, das festzumachen. Ja. Wie gesagt, es kommt ja hier. Also hinten sieht es so aus. Hier sind die Batterien drin und hier braucht er, wenn er die mal wechseln müsst, braucht er noch einen extra Schlüssel. So, dann könnt ihr hier hinten dran einmal das entweder für die Kinderwarenstange nutzen. Braucht er auch wieder hier so einen Schraubenschlüssel. Oder wenn eure Kinderwarenstange zu dick ist, dann ist hier noch so ein Kleppverschluss dabei und noch ein extra Verschluss, ist ja klar.
für diesen Klettverschluss gibt es dann hier noch einen extra Verschluss. Da fädelt ihr dann halt den Klettverschluss durch. Ich habe das jetzt an den anderen Licht schon mal dran gemacht, probeweise. An den Licht, wo ich vorhin, könnt ihr gar nicht sehen. Wo ich vorhin, könnt ihr das sehen. Ich weiß echt nicht, warum das heute wieder so blöd ist. Auf jeden Fall habe ich hier an diesem Licht das hier dran. Das ist das Licht, was vorhin nicht ging. Und weil ich nicht so damit im Baumarkt wollte, habe ich halt dieses hier dran geklippt, damit das nicht so offen ist. Auf jeden Fall geht es jetzt. Am Anfang ging es nicht. Irgendwas, irgendeine Batterie hat wohl falsch gelegen. Jo, ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Wie gesagt, für Rollstühle kann man das ja auch nutzen. Da nimmt man halt dann hier den Klebestreifen, also fädelt das erst hier durch, irgendwie so. Ich denke mal, da muss man eine Weile fummeln oder vielleicht doch nicht. Kann ich ja mal ausprobieren. So schaut das aus. Praktisch, wollte ich das wieder zusammen. Hier sind zwei zusammen. Hier sind die zwei zusammen. Also sind praktisch zwei Klettverschlüsse zusammen. Kann ihr das sehen? Ja. Und ja, dann tut man das wahrscheinlich hier irgendwie durchfädeln. Und dann kann man sich das wahrscheinlich... Ich weiß nicht, bei Rollstühlen, wenn es auch für Rollstühle sein soll, dann... Oder wenn man es auch für Rollstühle benutzen kann. Da habe ich gerade überlegt, wo man das dann festmacht. Also ich kann mir nur vorstellen... Ich habe ja nun keinen Anschnaller, also ich bin nicht angeschnallt im Rollstuhl. Aber das haben viele nicht. Aber wenn man jetzt angeschnallt ist, dann könnte man sich ja das hier so am Anschnaller machen, wo er auch immer ist. Ich glaube, hier ist er meistens. Und dann leuchtet man hier so. Aber weiß ich ja nicht, das ist ja dann auch nicht so super. Oder man macht sich das dann hier unten halt so fest. Aber, hier an dieser Fußraste, hier, in diesem Fußding da, rum da. Keine Ahnung, wie es heißt. Oder man macht das halt dann da unten fest. Also so richtig weiß ich noch nicht, wo man das am Rollstuhl fest machen könnte. Ja. Aber ich glaube, irgendwo auf YouTube gab es auch ein Video von Kinderwagen und von Rollstuhl. Ich weiß gar nicht mehr, wo das da festgemacht wurde. Ich glaube, das Ding hat einen Wackelkontakt. Jetzt geht nämlich gerade wieder nicht. Naja. Auf jeden Fall finde ich das echt gut, wenn man jetzt in der kalten Jahreszeit unterwegs ist mit Kinderwagen oder Rollstuhl. Wie gesagt, mit Rollstuhl weiß ich noch nicht genau, wo ich das festmachen würde. Aber im Moment liegt bei uns eh Schnee und das ist eh nicht, steht das eh nicht zur Debatte. Aber wie gesagt, weil an den Rädern kann man es ja auch nicht festmachen. Jedenfalls nicht bei den aktiven. Aber bei den elektrischen wird das auch nicht so. Keine Ahnung. Ich versuche das mal hier durchzufädeln. Wie gesagt, ich werde noch herausfinden, ob das eine Licht einen Wackelkontakt hat oder nicht. Wenn es einen Wackelkontakt hat, kann ich dir wieder zurückschicken, beziehungsweise mir wieder ein neues zuschicken. Oder man muss das erst durchfädeln, kriegt aber gerade nicht mehr ab. Oder man muss das erst hier durchfädeln, irgendwie. Und dann festmachen.
an diesem Licht. Ich finde das gerade, ja, vor Rollstuhlfahrer finde ich das gerade auch schön, dass es sowas gibt. Weil, ja, gerade so im Herbst. Also Leute, das ist erstmal ein Gefummel. Aber wenn man es einmal hingekriegt hat, denke ich mal, ist das dann nicht mehr so. Naja, ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Wie gesagt, man kann das einmal hier mit diesen, an dieser Kinderwagen, an dieser Kinderwagenstange festmachen. Oder wenn die zu dick ist oder keine Ahnung, was damit sein kann. Dann könnt ihr das mit Klettverschluss festmachen oder gerade für Rollstühle ist das ja auch mit Klettverschluss praktischer. Wie gesagt, ich finde das eine tolle Erfindung und ich hoffe, ich konnte euch helfen, auch wenn es wieder ein bisschen durcheinander gelabert war. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.